Moin Freunde, ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon mal ein Video so geschaltet haben wie jetzt gerade, indem wir uns einfach ein schönes Stück Holz anschauen. Also immerhin, es geht noch um Holz, keine Angst. Machen wir ja hier, wie ihr wisst, immer nur die Holzart der Woche, aber heute werden wir tatsächlich hin und wieder mal an der Maschine arbeiten. Denn heute machen wir was, ja, ich würde sagen, nicht ganz spannendes, vor allem für mich ist es ziemlich spannend. Und ich werde euch einfach mal mitnehmen auf diese Reise. Denn auch ich weiß manchmal nicht wirklich weiter. Bei manchen Holzarten muss auch immer mal wieder grübeln, muss mal nachschlagen. Was wir hier sehen, dem einen oder anderen kommt es vielleicht bekannt vor, dass eins der Bretter, oder es gab glaube ich nur ein Seitenbrett, von dem Trompetenbaum, den wir ein paar Videos zuvor mal geschnitten haben. Und am Ende hatte ich ja nochmal die Frage in den Raum gestellt, ob das hier wirklich Trompetenbaum war oder ob es vielleicht was anderes ist, wie zum Beispiel Blauglockenbaum. Ich kann es persönlich bisher noch nicht sagen. Und wer sowohl Trompetenbaum als auch mal Blauglockenbaum gesehen hat, der weiß, die beiden Bäume sehen sich extrem ähnlich, sind auch sehr nah miteinander verwandt. Das Einzige, was eigentlich fast unterschiedlich ist, sind die Blütenfarben. Also die eine blüht halt blau und der andere halt gelb oder weiß oder je nachdem, was für eine Züchtungsart oder ja, welche Art es prinzipiell ist. Und das ist jetzt halt auch die große Frage gewesen, die ich mir selber nicht beantworten konnte. Mit was habe ich es eigentlich hier zu tun? Trompetenbaum oder mit Blauglockenbaum. Da ich das ja jetzt nachträglich schwer herausfinden kann, bleibt nur die Bestimmung übers Holz. Und das ist manchmal überhaupt nicht so einfach. Also wenn ihr mal einen Vergleich haben wollt, ich sag mal, die einfachste Bestimmungsvariante ist, den Baum an sich zu bestimmen. Das geht sehr, sehr einfach in Anführungszeichen. Und das nächst simplere ist ein Mikroskop. Also sich so ein ganz feines Scheibchen hier vorne abschneiden über das Mikroskop oder unter das Mikroskop legen. Drunter schon geht auch einigermaßen gut. Ja, und die schwerste Methode ist halt wirklich am Holz zu schauen, also wie es jetzt hier liegt sozusagen, weil wir haben halt nicht so viele Merkmale, die man im Holz sieht. Und mit den paar Kombinationen, sage ich mal in Anführungszeichen, gibt ja hunderte, tausende verschiedene Holzarten, die sich alle irgendwo nicht ähnlich aussehen, aber mit den paar Sachen, die man erkennen kann, kann man anscheinend sehr viele Kombinationen bilden. Und damit kann man natürlich auch ein bisschen versuchen, das untereinander zu unterscheiden, aber es ist echt nicht sehr einfach. Und ich sag mal, die eindeutigste Variante und die teuerste ist auch über die Genanalyse. Und davon halten wir jetzt erstmal Abstand. Ich werde das jetzt kappen und danach ist das für euch ein paar Sekunden. Und für mich heißt es erstmal jetzt dann irgendwie ein paar Wochen oder vielleicht auch einen Monat oder so mal warten und das Ganze ins Haus reinnehmen, dass es auch richtig runtertrocknet. So, es ist jetzt ziemlich genau einen Monat später und ja, es ist immer noch ein Stück Holz. Aber wir machen daraus jetzt ein schönes Stück Holz. Wundert euch nicht, wenn hier und wieder mal ein anderes Stück mit dabei ist. Das ist ein Stück Linde, das ist auch für die Sammlung. Dann mache ich gleich zwei Fliegen auf einer Klappe. Aber es geht natürlich hier hauptsächlich um das Stück, worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Und als allererstes, es ist zwar jetzt ein Monat vergangen, wo das Ganze im Haus lag, aber als allererstes werden wir jetzt mal die Feuchtigkeit messen, ob wir überhaupt schon da angekommen sind, wo wir hinwollen. Und dafür trennen wir das einmal auf, messen kurz die Feuchtigkeit mit dem Messgerät und wenn das so Pi mal Daumen hinhaut, dann sollte uns das nicht daran hindern, weiter damit zu machen. Das heißt, einmal rüber zur Tischkreissäge, jetzt habe ich das Brett vorm Kopf, einmal rüber zur Tischkreissäge, das Ganze auftrennen, die Kanten runter und ja, die Werkstatt sieht aus wie Sau. Kann keine zwei Schritte laufen. Aber ich denke, zum Auftrennen sollte es reichen. Ja, ich habe mir einmal schnell ein anderes T-Shirt angezogen. Ganz einfach, wenn ich hier an diesen Maschinen wie der Tischkreissäge oder auch der Hobelmaschine später arbeite, dann habe ich gern eng anliegende Klamotten und ja, so Sachen, die sich halt schwer verfangen können. Ich schneide das Ganze jetzt ohne eine Vorrichtung ein. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer Vorrichtung ja besäumen. Es reicht ja, wenn eine Kante runter ist, dann kann man den Anschlag als Führung nehmen. Ich mache das meistens eigentlich immer so, wenn die Kanten, also die Waldkanten halbwegs gerade sind, was jetzt hier der Fall ist, dann reicht mir das als Führung auch aus. Denn für mich ist die Tischkreissäge einfach nur ein Werkzeug, wo ich einen ganz groben Zuschnitt mache. Und ja, genau einen Bearbeitungsschritt, die mache ich dann später mit der Hobelmaschine oder später dann mit der Kappsäge. Und dementsprechend reicht das jetzt für mich so auf die Schnelle einfach aus, dass ich hier jetzt die Kanten runterschneide und dann das Brett einmal halbiere, sodass wir da zwei Teststückchen rausbekommen. Eins werden wir dann später ölen und eins werden wir einfach so lassen, ungeölt und gucken, was dann ja, die Zeit mit der Oberfläche macht. Das sind jetzt die zwei Stücke. Da werden wir jetzt einmal die Feuchtigkeit messen
Und da muss ich jetzt auch gleich nicht wie ein Berserker reinstechen, sondern deswegen haben wir sie einmal aufgetrennt. Da reicht es, wenn wir den Feuchtemesser einfach ein bisschen anhalten, ein bisschen reinstechen und dann wird das Ergebnis schon relativ genau sein. Und schauen wir mal, was der uns anzeigt. Und zeigt uns überhaupt nichts an. Das ist mal ein gutes Zeichen, weil so bei 8% und darunter wird es für den auch schwierig, das zu messen. Na, gucken wir auch nochmal das andere Stück. Manchmal ist ja die Feuchtigkeit im Holz unterschiedlich. Da haben wir kurz was gesehen. Gucken, also so circa 8%. Ups, dürfte das Holz haben. Ja, etwa 8%. Aber das ist vollkommen okay, denn zwischen 6 und 8% ist normal. Das heißt, wir können hier weiterarbeiten und gehen jetzt einfach mal rüber zur Hobelmaschine. Ja, wie dem einen oder anderen schlauen Beobachter aufgefallen ist, tun wir gerade nur den Trompetenbaum oder möglichen Blauglockenbaum hobeln. Denn tatsächlich habe ich auch vorsichtshalber die Linde nachgemessen und die stammt ja von einem frisch lebenden Baum und die ist dementsprechend leider auch noch etwas feuchter. Da sind wir knapp über 10%. Das heißt, wir werden uns jetzt nur mit dem Trompetenbaum beschäftigen, so wie es ja auch eigentlich der Plan war. Wir tun den hier einfach gerade erstmal eine Seite abrichten und dann dazu den passenden 90-Grad-Winkel hobeln. Ich mache das nicht gerne, solche kleinen Stücke zu hobeln. Das ist immer, ja, immer ein bisschen friemelig und auch nicht so leicht. Aber leider ist es nun mal so, dass ich jetzt hier auch nicht viel, viel längere Stücke zur Verfügung habe. Sonst hätte ich auch so viel Abfall, mit dem ich sonst nicht wüsste, was ich anfangen soll. Das wäre vielleicht hier bei der seltenen und besonderen Holzart sehr schade. Deswegen tun es jetzt auch erstmal diese kleinen Stückchen. Es ist auch sehr interessant, dass sich das überhaupt nicht verbogen hat. Das seht ihr, ich muss hier kaum was abrichten, also kaum was abnehmen. Jetzt sind die natürlich auf 3 cm geschnitten und dementsprechend, ja, sollen später eigentlich für meine Mustersammlung 2,2 cm rauskommen. Das heißt, wir müssen hier nachher jetzt gleich im dicken Hobel sehr viel abnehmen. Das seht ihr gleich, da werde ich ein bisschen zu tun haben, damit das Ganze relativ, ja, einheitlich ist nachher in der Sammlung. Aber das Gute ist, das Holz lässt sich gut verarbeiten, es ist schön weich, deswegen können wir da ordentlich Material abnehmen und es dauert dann auch nicht so lange. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt einmal rüber zur Schleifmaschine gehen und die Hobelschläge rausschleifen, denn leider, das ist nur bei den kurzen Stücken jetzt so, habe ich die Hobelschläge drin, aber dafür habe ich ja auch hier die spezielle Schleifmaschine. Ja, das Hobeln hinterlässt natürlich leider immer, zumindest hier bei den sehr günstigen Maschinen, die auch ich verwende, Hobelschläge und auch bei dem weichen Holz Abdrücke von den Einzugswalzen. Und das wollen wir natürlich später nicht sehen. Und weil natürlich so ein Hobelschlag, auch wenn das nur ein paar Zehntel Millimeter teilweise sind, wenn das nicht schlimm ist, ist das natürlich mit der Hand sehr, sehr schwierig herauszuschleifen. Deswegen habe ich hier die Zylinderschleifmaschine. Das ist natürlich auch nicht die beste, aber sie eignet sich natürlich hervorragend gerade für solche Aufgaben. Jetzt tun wir das Ganze einmal mit einem Bleistift markieren, dass wir in etwa sehen, wo das Schleifpapier schon abgeschliffen hat und tun das Ganze einmal mit 150er Korn schleifen. Danach müssen wir leider nochmal mit dem Exzender, also mit dem Handschleifgerät dran, denn diese Zylinderschleifmaschine hat sehr viel Power und man sieht leider auch sehr, sehr stark die Schleifriefen. Also wenn man da 150er Korn nutzt, wie ich das hier im aktuellen Fall mache, dann sieht man das schon sehr, sehr stark. Dann sieht das in etwa so aus, als hätte man vielleicht mit dem Exzenderschleifer oder mit dem Breitbandschleifer mit etwa 80er Korn geschliffen. Aber diese Maschine ist natürlich in der Lage, sehr viel Material runterzuschleifen. Ist ja ähnlich wie eine Hobelmaschine, nur mit einer Schleifwalze. Und wir haben dann keine Hobelschläge drin, also eine schöne plane Oberfläche, mit der wir weiterarbeiten können. Und gerade hier in solchen Fällen, wenn man die kurzen Stücke hat, mit sehr viel Hobelschlag drin, ist es natürlich hervorragend. Das Ganze dauert auch gar nicht so lange, wie ihr seht. Also es funktioniert relativ zügig. Und das heißt, da können wir dann gleich mit dem nächsten Schritt weitermachen. So, das ließ sich jetzt ja alles sehr problemlos schleifen. Wir sind jetzt auch im Prinzip mehr oder weniger auf Endmaß. Das Einzige, was natürlich noch fehlt, ist die Länge. Und die schneiden wir jetzt einmal zu auf die Länge. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, muss sowieso jedes Mal nachgucken, wie lang das ist. 14 und ein paar gequetschte Zentimeter. Aus Platzgründen muss ich mich jetzt hier irgendwie wie so ein Neandertaler auf dem Boden hocken und das auf dem Boden zurechtschneiden. Aber die 3, 4 Schnitte werde ich überleben. Und als nächster Schritt, ja, da wird es dann spannend, da habe ich mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, auch noch nicht so richtig Gedanken gemacht, wie ich das mache. Ja, die Teststücke sind jetzt im Prinzip fertig.
haben das ideale Maß, so wie sie eigentlich sein sollten. Das Problem ist jetzt natürlich, sie müssen noch ein bisschen zurechtgeschliffen werden. Das hatte ich ja erklärt, die Zylinderschleifmaschine oder ich weiß nicht, wie ihr die sonst so nennt, Breitbandschleifer, Jack habe ich auch genannt. Jedenfalls die große Schleifmaschine, die hinterlässt leider sichtbare Fugen. Jetzt hier bei dem wirklich ja, gradfaserigen Material geht das eigentlich voll fit, würde ich mal sagen. Also wir haben ja kaum Riefen drinne und das dürfte jetzt eigentlich auch nicht der große Aufwand sein, das rauszuschleifen. Normalerweise verwende ich hier bei den kleinen Sachen meinen Bandschleifer, meinen kleinen von Bosch. Allerdings hat er im Prinzip genau das gleiche Problem wie auch die große Schleifmaschine. Und zwar hinterlässt der halt sehr starke Fugen. Das liegt einfach daran, dass das selbe Korn immer über dieselbe Stelle schleift und das hinterlässt halt einfach diese Schleiffugen. Man kriegt die Oberfläche nicht so schön hin wie mit dem Exzenderschleifer. Deswegen versuche ich das jetzt hier mal mit dem Exzender. Denn der Sinn der ganzen Sache ist ja, dass wir ja einen Blick auf das Holz werfen wollen. Wir wollen ja die Optik sehen, wir wollen das ja bestimmen können. Und normalerweise mache ich das mit den kleinen Stücken eher mit dem Breitbandschleifer, da bin ich, oder mit dem Bandschleifer, da bin ich eher auf der richtigen Seite. Ich glaube, ich betitel das die ganze Zeit falsch. Jetzt versuche ich es mit dem Extender. Ich habe das wie gesagt noch nie gemacht, das wird jetzt ein bisschen holprig werden. Und auch gerade hier die Kanten und die Höhenflächen zu schleifen, ist wahrscheinlich nicht die beste Option, zumal wir jetzt bis 230er Körnung gehen. Normalerweise gehe ich auch bei den Teststücken nicht so hoch, denn wie gesagt, hier geht es sehr viel um Optik, wir wollen die Maserung erkennen. Wahrscheinlich werde ich auch irgendwann mal meine ganze Sammlung auch dann, wenn das hier jetzt funktioniert und gut funktioniert mit dem Extender, auch mal mit dem Extender durchschleifen, dass man einfach mehr von der Maserung und allem sieht. Wie gesagt, die Oberfläche wird deutlich, deutlich schöner. Und das versuchen ich jetzt hier gerade so ein bisschen hinzubekommen. Das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren mit dem Holz, zumindest das Schleifen, das Handling nicht. Wenn ihr euch fragt, warum ihr ein Handtuch drunter legt, das habe ich von einem Kumpel mir tatsächlich abgeschaut. Der schleift immer auf einem Handtuch ganz einfach das Holz. Verrutscht darauf nicht, das ist wie so eine rutschsichere Fläche und da muss ich das Stück nicht einspannen, weil ihr könnt euch ja vorstellen, hier bei so einem kleinen Werkstück das einzuspannen, das wird schwierig und dann auch noch darum zu schleifen. Also, das ist schon eine sehr, sehr geniale Idee, die die ganze Sache hier deutlich einfacher macht und wir schauen mal, wie das jetzt gleich mit 230er Körnung aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, die Stücke sind jetzt auch fertig geschliffen. Das ging tatsächlich mit dem Exzenderschleifer, was so die Sichtflächen angeht, sehr, sehr gut, was die Kanten angeht. Ja, ich sag mal vor allem die Höhenfläche, die kriegt man mit dem, oder kriege ich zumindest mit dem Bandschleifer deutlich besser hin. Die kriege ich da auch nicht perfekt hin. Allerdings sieht man sehr, sehr viel drauf. Also das erste Mal, dass ich jetzt hier so ein Testholz mit dem Exzender bearbeitet habe und man sieht da natürlich alles, was man sehen muss. Und das ist viel besser als mit dem Bandschleifer. Als nächsten Schritt wässere ich das jetzt hier alles, dass wir dann im finalen letzten Schliff sozusagen nochmal die stehenden, sich aufstellenden Fasern abschleifen können und dann eins davon ölen können, um zu schauen, wie das ganze Holz sozusagen im geölten Zustand aussieht. Nachdem wir jetzt ungewollterweise ein paar Tage vergangen sind, tun wir das Ganze nochmal final abschleifen. Wir tun die Fasern, die sie jetzt durch das Wässern aufgestellt haben, nochmal kurz runternehmen. Das geht relativ zügig, wir wollen da auch nicht zu viel Material wegnehmen. Und danach kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ihr seht einmal, dass ich das Ganze nummeriere. Kriegt einmal die Nummer 1 und die Nummer 2, sind ja auch nur zwei Stücke. Das ist wichtig für die Datenbank, die ich habe. Da werden jetzt die Maße genommen. Ich messe jetzt zwar die Länge bei beiden, weil das sah ein bisschen ungleich aus. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass wir da so ja, sehr komisch geschliffen haben. Die ganzen anderen Maße, die müssten weitestgehend identisch sein. Das ist ja hier alles in einem Schritt sozusagen passiert und deswegen reicht es, wenn ich da eins messe. Und jetzt kommt, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der auch noch später sehr relevant ist. Und zwar tun wir das Ganze einmal wiegen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt das Gewicht haben. Nämlich durch die Maße und das Gewicht können wir später die Dichte ermitteln. Was ich jetzt noch tue, ist auch ein Schritt, den ich sehr wichtig finde, aber den man auch sehr gerne mal vergisst. Und zwar einfach den Staub, der sich durch Schleifen angesammelt hat, einmal grob runter zu wischen. Man kann das auch einfach mit der Absauganlage machen oder mit dem Staubsauger. Sowas geht auch. Gerade bei den grobporigen Hölzern empfiehlt sich das immer zu machen. Ich tue es jetzt hier mit dem Tuch machen, es funktioniert auch sehr gut. Ganz einfach, damit wir später die Späne oder diesen feinen Staub nicht in unserer Oberflächenbehandlung, also im Öl drin haben. Und natürlich jetzt auch am Schluss der spannendste Teil wird eins von beiden geölt. Ich nehme da so eine Art ja, Wachs-Öl-Mischung. Die hat ein Kollege von mir selber gemacht. Ist sehr gut gelungen, finde ich. Also macht eine sehr schöne Oberfläche. Kann ich nur empfehlen. Ist auch der gleiche, der mir das mit dem Handtuch empfohlen hat. Es gibt immer Sachen, die man noch lernen kann.
Und ja, das Ganze darf jetzt einmal einziehen und wird dann nachher noch poliert, aber den Spaß lasse ich raus. Aber ihr seht hier einmal im Vergleich, einmal das Geölte, einmal das Ungeölte. Und ja, man sieht eigentlich, was für eine schön goldene Farbe das entwickelt hat, wie schön das auch einen Glanz entwickelt hat. Die relevanteste Frage ist natürlich jetzt, was das für eine Holzart ist. Und mal gucken, ob wir das mit den Daten, die wir jetzt gesammelt haben, erklären können. Ja, während hier bei unserem Stück Holz noch das Ölwachs einzieht, können wir mal besprechen, was wir jetzt an Daten gesammelt haben oder was überhaupt wichtige Daten sind. Denn ich habe es ja schon erwähnt, Trompetenbaum, Blauglockenbaum sind natürlich sehr nah miteinander verwandt. Wer sich ein bisschen mit Holz auskennt, der weiß, nicht ganz unüblich, dass bei sehr nahen verwandten Holz- oder Baumarten das Holz auch sehr, sehr ähnlich aussehen kann. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber es kann so sein. Und hier ist es natürlich jetzt das Extrembeispiel. Wir haben ein paar Sachen, die sich unterscheiden. Ein paar Sachen werde ich euch wahrscheinlich als Bild einfügen, weil ich kann es euch jetzt hier schwer auf die Distanz zeigen. Wobei ich glaube, auch während der Verarbeitung, auch während den paar Nahaufnahmen, die es mal gab, lässt sich jetzt, glaube ich, unschwer bestreiten, dass das ringporig ist. Also Blauglockenbaum ist halbringporig bis ringporig, Trompetenbaum ringporig. Könnt ihr jetzt drüber streiten, was es ist? Es ist aber auf jeden Fall grobporiges Holz. Also ich würde es jetzt als ringporig betiteln. Halbringporig ist ja Kirsch- oder Nussbaum. Ich würde sagen, also das ist schon deutlich extremer der Fall. Heißt aber jetzt nicht, dass es automatisch der Trompetenbaum sein muss, denn Blauglockenbaum kann ja auch ringporig sein. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf den Standort drauf an. Der nächste Punkt ist, Blauglockenbaum soll gar keinen Geruch haben. Trompetenbaum soll so ein bisschen würziger riechen. Also beim Sägewerksvideo habe ich ja auch schon gesagt, das Ganze riecht ziemlich stark. Ich finde auch hier bei der Verarbeitung riecht man es schon relativ deutlich. Also der Punkt ist halt, ich würde jetzt nicht sagen, es liegt einem so krass an der Nase wie eine Zeder oder wie eine Scheinzypresse oder so wirklich die Holzart oder auch eine Eiche oder sowas, die wirklich einen sehr markanten Geruch haben. Es ist jetzt aber auch, finde ich, nicht unscheinbar wie bei einer Buche. Was sind das denn noch für Holzarten, die nach nichts riechen? Fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich sage jetzt einfach bei einer Buche. Bei solchen Holzarten, finde ich, da riecht man gar nichts oder wirklich sehr wenig. Da muss man mit der Nase schon richtig dranhängen, um was zu riechen. Ich finde, so ist es jetzt hier auch nicht der Fall. Es ist irgendwo was dazwischen. Also es ist jetzt nicht wirklich komplett penetrant, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob man gar nichts wahrnehmen würde. Von daher finde ich das schwer zu sagen, dadurch, dass ich auch beide Holzarten noch nicht gerochen habe. Und der dritte Punkt, das wäre einfach die Dichte. Dafür haben wir eben alle relevanten Daten bestimmt. Bei der Dichte gibt es ein bisschen Unterschied bei beiden Holzarten. Ich will jetzt nicht sagen gravierend, das ist nicht der Unterschied wie zwischen Fichte und Eiche, aber es gibt da Unterschiede. Und dafür mussten wir jetzt halt eben einmal sozusagen die Länge, Breite, Dicke bestimmen und einmal das Gewicht, um dann einfach die Dichte zu bestimmen. Und da nehme ich mir jetzt mal ganz kurz meinen Zettel, weil da steht alles drauf. Ihr habt ja vielleicht im Video gesehen, der Unterschied im Gewicht. Ja, ist nicht so groß bei beiden Stücken. Also wir haben hier irgendwie bei Stück 1 und Stück 2 307 bis 317 Kilo pro Kubikmeter. Das ist kein schweres Holz. Also muss man bedenken, das Ganze ist ja auch bei 8% Holzfeuchte circa. Die haben wir auch am Anfang gemessen. Und jetzt habe ich einmal die Werte, die man, ich will nicht sagen aus der Literatur findet, aber sag mal so die Werte, die man so für Trompetenbau und Blauglockenbaum findet. Trompetenbaum ist relativ schwer, weil es nicht so stark genutzt wird, auch nicht in Amerika. Blauglockenbaum ist relativ einfach zu finden. Da spricht man so von einem Durchschnittswert von 280 Kilo pro Kubikmeter bei einer Holzfeuchte von ca. 12%. Die Werte gehen aber von 250 bis 350, aber man spricht so vom Durchschnittswert 280. Beim Trompetenbaum, wie gesagt, habe ich nicht so einfach was gefunden, habe ich Werte gefunden, die sagen 350 bis 450 Kilo. Ich habe aber auch gefunden Mittelwerte bei um die 460 Kilo pro Kubikmeter, nochmal deutlich schwerer, das heißt deutlich aber ein bisschen Tacken schwerer als Fichte, wahrscheinlich vergleichbar mit Kiefernholz und etwa so von der Dichte her, auch natürlich bei einer Holzfeuchte von 12%. Wenn man jetzt davon ausgeht, selbst wenn man es also runterrechnet oder hochrechnet, müsste man es ja dann in dem Fall sagen, jetzt bei unseren Stücken, wenn man sagt halt 8% Holzfeuchte, die sind zwar ein bisschen schwerer als der Durchschnittswert für einen Blauglockenbaum, aber die würden dort auf jeden Fall noch im Wertebereich liegen. 250 bis 350 Kilo, dann etwas schwererer Blauglockenbaum wäre möglich. Und das kann ich mir auch relativ gut erklären, weil ich habe ja auch während des Videos schon gesagt, dass in den letzten Jahren die Jahrringe sehr, sehr schmal geworden sind. Und das ist ein Seitenbrett gewesen. Das heißt, hat einen sehr hohen Anteil dieser engen Jahrringe. Und dadurch kann das natürlich sein, dass da der Wert ein bisschen schwieriger ist. Und das ist auch das, was ich jetzt halt vermute. Ich vermute mal, dass sich bei der ganzen Sache gar nicht um Trompetenbaum handelt, sondern dass es sich bei der Sache dann doch eher um Blauglockenbaum handelt. Das mit der Dichte ist eher für mich so die ausschlaggebende Sache, auch wenn
sage ich mal, beide Bäume so überschneidende Grenzwerte hätten, finde ich dann doch, wenn man bei 8% Holzfeuchte noch 317 Kilo pro Kubikmeter hat, ist mir das einfach zu wenig, um zu sagen, ja, das ist ein Trompetenbaum, der irgendwie bei 350, hätte jetzt, glaube ich, gesagt, anfängt. Also da kommt man im Leben nicht hin und es ist kein unterdurchschnittlich leichter Trompetenbaum. Also bin ich mir da sehr, sehr sicher. Auch wenn so Sachen wie Geruch da waren, da war jetzt nicht super markant, aber man konnte was riechen. Auch wenn das jetzt mit der Ringporigkeit, also zwei Sachen, die eher für Trompetenbaum sprechen. Es gibt noch eine vierte Sache, die mich dann doch noch eher ein bisschen fixiert auf dem Gedanken des Blauglockenbaumes und das einfach um die Poren herum ist Speichergewebe, Parenchym sozusagen. Und das hat eigentlich nur der Blauglockenbaum. Das zeige ich euch hier im Foto einmal. Und wie gesagt, ich bin mir da relativ sicher, wissen tue ich es nicht. Wissen kann ich es wahrscheinlich erst, wenn ich selber mal einen Trompetenbaum oder einen Blauglockenbaum ummache und das dann einfach selber gesehen habe. Also mit Sicherheit auch das weiß. Das ist ja nur, ich habe es als Trompetenbaum bekommen, was letzten Endes war. Es war wohl auch schon tot. Also von daher kann man das dann sozusagen am Skelett des Baums auch wahrscheinlich nicht mehr so leicht erkennen. Wie gesagt, ich war mir da schon sehr, sehr sicher, als ich nach Hause gefahren bin und mir kam die Überlegung, oh, es könnte ja eigentlich auch ein Blauglockenbaum sein. Warum nicht? Ihr könnt gerne mal sagen, was ihr denkt. Ihr könnt auch gerne mal sagen, ob euch diese Art von Video auch gefallen hat. Würde mich mal wirklich interessieren. Immerhin tue ich immer und immer mal wieder was hier in die Holzsammlung mit reinbringen und muss dann auch mal immer und immer mal wieder gucken, dass ich die Sachen selber bestimme. In den meisten Fällen weiß ich es, weil ich es dann selber irgendwo gefällt habe und mitnehme. Aber manchmal komme ich nicht drum rum, das auch irgendwie dann selber sozusagen zu bestimmen, so wie hier, aber das ist jetzt natürlich schon mal ein Extremfall gewesen. Deswegen im Video drinnen fand es tendenziell sehr, sehr spannend, weil ich jetzt auch am Ende des Tages nicht zu 100% sicher bin. Zwar so eine Tendenz, aber wie gesagt, wenn jemand von euch das auch vielleicht eindeutiger weiß, tut mich gerne aufklären. Es würde mich echt interessieren, was das sein könnte. Und mit den Worten verabschiede ich mich, bedanke mich, sag bis zum nächsten Mal, haut rein.